Hi und herzlich willkommen zu meinem allerersten Vlog im Ramadan. Wir starten heute mit dem ersten Ramadaily. Ich habe das bei einigen YouTubern gesehen und habe jetzt einfach den Namen geklaut, weil der einfach toll ist, weil Ramadaily ist einfach perfekt. Und deswegen dachte ich mir, ich übernehme das auch und versuche mal, so gut es geht, euch im Ramadan ein bisschen mitzunehmen, wie es bei mir so abläuft, was ich so mache, wie ich mit dem Fasten klarkomme. Und ich habe das ja auch schon die letzten paar Jahre immer wieder gemacht. Und das kam eigentlich immer sehr gut bei euch an. Und deswegen dachte ich mir, ich werde euch auch dieses Jahr wieder mitnehmen. Morgen fängt der Ramadan an, aber natürlich ist diese Nacht schon die erste Nacht und das erste Aufstehen am Morgen. Deswegen werde ich euch auf jeden Fall da auch mitnehmen. Und für alle, die sich jetzt fragen, ob ich Moslem bin, warum ich faste und so weiter. Ich habe schon die letzten paar Jahre gefastet. Also für alle, die meine älteren Videos noch nicht gesehen haben, ich habe das allererste Mal im 2019 gefastet. Aber nur 5 Tage, mal zum Gucken, wie es für mich ist. Dann im 2020 habe ich dann nochmal gefastet, ein paar Wochen oder 1-2 Wochen. Und letztes Jahr habe ich einen ganzen Monat gefastet und dieses Jahr schaffe ich es, inshallah, auch einen ganzen Monat lang zu fasten. Und oh mein Gott, ich habe total vergessen, ich wünsche natürlich auch euch einen wunderschönen und gesegneten Ramadan, dass das ihr alle eure Ziele, die ihr euch vorgenommen habt, erfüllt und dass euch das Fasten auf jeden Fall gelingen wird. Und inshallah, dass alles so klappt, wie ich das vorgestellt habe. Ich bin jetzt ein bisschen im Stress, weil ich habe mich jetzt eigentlich noch verabredet und deswegen sollte ich eigentlich jetzt gehen. eigentlich. Genau. Auf jeden Fall, ich bin jetzt gerade noch bei mir zu Hause, aber ich gehe nachher später zu meinem Freund. Und wir sind nämlich da auch gerade allein zu Hause, weil seine Eltern sind momentan noch in Kosovo. Und ich bin auch mit seinem kleinen Bruder und mit ihm allein zu Hause. Und das heißt, wir werden morgen auch alleine den Morgen beginnen, den Tag beginnen. Und ich werde euch auf jeden Fall, wie gesagt, da mitnehmen. Und auch morgen dann werden wir gemeinsam was kochen, Leckeres am Abend. Ich habe schon ein bisschen eine Idee, was ich machen werde, aber mal gucken vielleicht. Wenn ich dann morgen einkaufen gehe, habe ich auf so viele Sachen Lust, wenn ich Hunger habe, dass es eh wieder was anderes wird. Aber anyway, ich werde auf jeden Fall einfach morgen euch mitnehmen und ich werde wirklich versuchen, euch so gut wie es geht 30 Tage mitzunehmen plus minus. Es kann auch mal sein, dass nicht jeden Tag was kommt, weil ich einfach auch zeitlich da keine Zeit dazu habe oder es einfach ein boring Tag war. Aber I try my best und ich hoffe, ihr freut euch drauf und dann würde ich sagen, wir hören uns später wieder oder dann halt spätestens morgen. Guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Fastentag im 2022. Heute konnten wir gegen 5 Uhr aufstehen und dann hatten wir noch ungefähr eine halbe Stunde zum Essen. Ich bin dann erstmal in die Küche gegangen und habe uns Omeletten gemacht. Zum Glück habe ich das am Vorabend schon vorbereitet mit Peperoni, Zwiebel schneiden und so weiter, dass ich dann nur noch die Eier machen musste. Es geht auch ganz einfach, da müsst ihr einfach zuerst die Eier schlagen, dann ein bisschen mit Salz und Pfeffer würzen. Ich habe da auch noch ein bisschen Vegeta reingemacht. Und am Ende gut umrühren, damit das Ei schön verquält ist. Dann brate ich zuerst mal die Peperoni und die Zwiebeln an, damit die auch schön durch sind, wenn man sie nachher isst. Und dann muss man die Omelette auch schön falten. Das klappt nicht immer so gut bei mir. Und zu guter Letzt habe ich uns dann noch leckere Erdbeeren und Banane drauf gemacht, damit wir so ein richtig tolles Frühstück haben. Und ich sage euch, das ist wirklich sehr, sehr lecker. Ihr könnt übrigens auch in die Omelette noch ein bisschen Käse reinmachen, Mozzarella. Das ist dann richtig, richtig nice. So Leute, ich bin wieder im Bett. Ich schlafe jetzt trotzdem nochmal, weil ich gehe nachher noch reiten. Das ist mir vorhin in den Sinn gekommen. Und ich brauche diese Energie. Ich bin wirklich sehr müde, wie man unschwer erkennen kann. Wir sind ein bisschen zu lange wach geblieben gestern. Auf jeden Fall penne ich jetzt nochmal ein bisschen. Ungefähr so 2,5 Stunden. Ich habe auch jetzt schon ein bisschen Kopfschmerzen. Was natürlich nicht so eine gute Voraussetzung ist. Vor allem, weil ich, wie gesagt, noch Sport machen gehe. Am Morgen um 10 Uhr. Ich kann es nicht absagen, weil ich kann nicht. Also da müsste ich wirklich eine gute Ausrede haben. Und ja, auf jeden Fall, vorhin habe ich ganz vergessen, auf die Zeit zu gucken und hätte fast mein Fasten gebrochen, weil ich getrunken habe. Fast. Aber zum Glück habe ich es dann trotzdem nicht gemacht. Ich wollte gerade noch meinen letzten Schluck aus meinem Glas trinken und ist mir aufgefallen, oh mein Gott, die Zeit ist schon durch. Aber weil ich so müde war, habe ich das irgendwie gar nicht so gecheckt. Also zum Glück habe ich es nicht gemacht. Ja, aber es war mein letzter Schluck Orangensaft und ich weiß, ich habe fast nichts getrunken vorhin, weil ich einfach irgendwie so verpeilt und müde war. Das bereue ich jetzt echt, weil den ganzen Tag ohne ein Schluck Wasser, I hope, das kommt gut. Aber ja, also ich schlafe jetzt erstmal eine Runde und dann hören wir uns später wieder, wenn ich aufgewacht bin. Und die Vögel zwitschern auch schon fröhlich vor sich hin. Wir haben jetzt 6:10 und dann würde ich sagen, bis später.
Guten Morgen nochmal von meiner Seite aus. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Reiterhof, bin sogar ein bisschen zu spät, weil ich einfach nicht aufstehen konnte. Ich war so müde. Wirklich total Schaden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es auf dem Reiten sein wird, wie ich mit der Energie so klarkomme. Mit dem Durst vor allem, weil ich habe jetzt schon ziemlich Durst, weil ich ja nichts getrunken habe vorhin. Ja. Aber letztes Jahr zum Beispiel habe ich auch nie am Morgen Wasser getrunken oder irgendwie gegessen. Ich habe wirklich einfach weiter gepennt. Es ging auch, aber trotzdem ist es halt schon hart. Ich habe jetzt schon wieder Hunger. Wir haben erst 9:30. So, it is what it is. Aber wie gesagt, jetzt los. Ich bin ja im Stress, deswegen eigentlich gar keine Zeit für sowas. So Leute, ich bin jetzt gerade auf dem Nachhauseweg. Es war, wie soll ich sagen, es war echt anstrengend, das Reiten. Ich war nämlich jetzt noch lange mal wieder in der Halle, weil normalerweise wäre ich immer draußen oder sehr oft. Aber weil es eben so hässliches Wetter ist, sind wir heute drin geblieben. Und ja, es war halt schon anstrengend. Und im Moment geht's noch. Ich bin aber sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln wird durch den Tag. Wie es so aussehen wird, mein Hunger. Und man sieht auch, ne, es war anstrengend. Also meinem Gesicht an kann man sehen, dass ich mich angestrengt habe. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht so mega schlimm mit am Nachmittag. Aber ich werde am Nachmittag sowieso nicht viel machen. Wir werden zu Hause bleiben, chillen. Vielleicht noch kurz einkaufen gehen. Ja, wir gehen noch einkaufen, genau. Doch, das müssen wir machen. Und ja, ansonsten geht das schon klar. Ich habe mich dann ganz spontan dazu entschieden, mir ein warmes Bad einzulassen, weil ich ziemlich kalt hatte nach dem Reiten irgendwie. Es ist ja auch sehr kalt draußen. Wir haben momentan gerade Minusgrade. Und ich dachte auch gleich, dass ich erstmal meinen Körper mit so Body Scrub scrubbe, weil ich war ja 2 Wochen in den Malediven und meine Haut häutet sich extrem im Moment, was sehr mühsam ist. Und deswegen habe ich mir diesen Scrub hier gegönnt. Der ist wirklich mega nice. Und ich habe mir auch noch eine Haarmaske in die Haare gemacht. Und zwar diese hier von Redken. Ich finde die mega gut. Die macht die Haare wirklich sehr, sehr soft. So Leute, ich habe jetzt geduscht, mich frisch gemacht und habe jetzt hingelegen, weil ich spiele es gerade ein bisschen. Ich bin sehr erschöpft und müde und habe so Hunger. Ja. Wir haben jetzt 1:15. So, we have noch ziemlich viel. Also es geht noch ziemlich lange. Und wir müssen nachher noch einkaufen gehen. Aber bis dahin werde ich mich jetzt kurz ein bisschen ausruhen. Noch ein bisschen Video schneiden. Und unter anderem auch dieses Video, weil das muss ja auch morgen online kommen. Morgen. Ich mache es, glaube ich, immer auf einen Tag versetzt. Ja. Und ja, ansonsten geht es mir aber eigentlich gut. Einfach halt, ich merke es halt, ne, erster Tag und so. Ist immer ein bisschen schwer, finde ich, am ersten Tag. Ja. Und ich rede ein bisschen leiser. Weil es schlafen immer noch Menschen hier. Sein kleiner Bruder ist immer noch im Pen, deswegen kann ich jetzt hier nicht so laut reden. Und ja. So Leute, wir sind jetzt erstmal einkaufen gekommen und holen so die wichtigsten Sachen für heute Morgen. Und ja, ich bin extrem schwach gerade, also ich spiele extrem. Und ja. Wie geht's dir eigentlich? Geht's dir gut? Ja. Ich meine, ich spüre Schnee, tut das so. Also ich spiele es, aber ich glaube, weil ich heute Sport gemacht habe. Ich bin richtig so. Ich sehe ja. So, wir sind jetzt hier gerade im Aldi und Leute, ich habe noch nie so viele leckere Sachen gesehen. Alles, was ich sehe, will ich einfach nur kaufen. Ihr seid ja auch so wie im Ramadan, richtig schlimm. Boah. Soll das euch Essen zeigen, ne? Aber ich meine, wir müssen hier alle durch. Und deswegen, ja, gönnt euch auf jeden Fall mit mir. So, erstmal alles auspacken, Button. Barbecue-Sauce, Hule. In den Kühlschrank. Thank you. Dann der ist ganz gut mit Gurke und Tomate. Und Zwiebeln. Und Karo, Mozzarella, genau. Ja, wieso kriegst du mich so? Wieso laufst du so oben? Wieso nicht? Bist du blöd? Hey, komm, warte. Wir probieren die jetzt gemeinsam. Also, ich bin echt gespannt, wie die stinkt. Schmecken. Und frag dich bitte nicht, die sind immer so laut. Was? Wie macht man das auf, Mann? Bin ich unfein? Zeig. Ah. Und du? Ja? Egal, ich bin eine Frau. Einfach zudrehen. Das riecht richtig geil nach Barbecue. Hallo. Aber ist halt echt stark, aber egal, ich mag das. Und danke, hey, Nico, gib mir die Ordnung.
Um das Fasten zu brechen. Man merkt, ich bin mit zwei Männern im Haushalt, ne? Komm, wir gehen wieder zusammen rum, die machen Nintendo Switch. Ja, sicher nicht, wir gehen jetzt zusammen. Ey, ich bin im Fall wirklich hässlich, wenn du nicht mit mir spielst. Im Fall. Wow, was krass wie das. So, ich schaue jetzt erstmal ein paar Videos und ich brauche meine Ruhe, deswegen mache ich jetzt hier erstmal schön zu. Wünsche dir einen schönen Tag, Tuss! Ja, so, jetzt habe ich meine Ruhe, jetzt habe ich die ausgesperrt, weil die sind nämlich so dumm gewesen, sind nach draußen gegangen. Jetzt habe ich hier meine Ruhe. Obwohl, ich bin eigentlich mit meinen Nerven so am Ende, Leute. Ich habe langsam ein bisschen Kopfschmerzen. Ich brauche unbedingt was zu essen und trinken, aber ja, geht halt noch ein paar Stunden. Wir haben jetzt 20 vor 4. Und eigentlich will ich noch ein bisschen Switch gamen, aber die wollen ja lieber FIFA gamen. Die sind ja lieber Egoisten. Ich sag ja, ich hasse FIFA. Und ja. Die haben einfach Switch. Jetzt gamen die hier draußen einfach. Ohne mich. Das ist mal noch ein bisschen draußen. Die werden eh nicht lange draußen aushalten, weil das ist im Schneien. Das ist Minusgrad. Also deswegen, die kommen dann schon angekrochen. Und bis dahin schaue ich mal ein bisschen Videos. Ich kann sie jetzt trotzdem überreden, mit mir zu gamen. Weil ich es nachsteigen darf. Oh, übrigens. Hier wird schon fleißig vorbereitet. Ich glaube, wir sind gerade so viel am Vorbereiten. Ich hoffe, wir essen das auch alles. Leon ist gekocht. So Leute, in 2 Minuten können wir endlich essen. Awesome. Leon, gib mir die Kamera bitte. Leon! Kurzer Disclaimer. Ich hasse es, wenn jemand meine Videos von mir anguckt. Ich kann das gar nicht abhaben. Ich weiß nicht warum, es stört mich einfach. Ich mag das nicht. Wenn die alleine angucken, ist mir das egal, aber nicht von mir. Ich kann das gar nicht abhaben. Und die provozieren mich die ganze Zeit, dass die eben auf meiner Kamera meine vorgedrehten Videos angucken, extra laut oder meine YouTube-Videos abspielen. Ich hasse es. Oh mein Gott, ich hasse es. Ich mag das auch gar nicht. Ich finde das so unangenehm irgendwie. Keine Ahnung warum, ist total dumm, aber es ist einfach so bei mir. Und die provozieren mich dann immer sehr gerne damit. Die das natürlich witzig finden, ne? Und ich bin natürlich auch die einzige Frau hier jetzt momentan gerade mit ihnen, deswegen macht das denen sowieso viel mehr Spaß, als wenn ich nicht reagieren würde. Ich weiß, aber ich kann auch einfach nicht reagieren. So, ja. Yeah. Eva, mach jetzt noch Sport machen, wie Xenius. Wie Nina. Ja. Hey, du bist... Hi, Denuse. Hey, Janjem! So. Ich muss so tun, als ob ich mir da gleich auch machen, dass ich Frau finde. Oh, nicht zu! Nein, nein, nein. Das ist richtig Nusse-Material da. Ich habe uns jetzt erstmal noch ein kleiner Snack zubereitet. Ich mache dann am Ende immer noch ein bisschen Schokolade drauf, ein bisschen Zucker und das ist eine richtig perfekte, süße Bowl, sag ich jetzt dir mal. So, Leute. Ich bin jetzt bed ready und werde jetzt dann gleich schlafen gehen. Ich bin wirklich sehr müde und ja, ich habe mich leider auch voll gefressen vorhin. Ich habe viel zu viel gegessen, habe viel zu viel gemacht. Und ja, ich glaube, man muss sich einfach wirklich wieder so ein bisschen einleben, damit man wieder merkt, wie wenig man eigentlich isst. aber ja, auf jeden Fall war es ein erfolgreicher erster Tag. Es war zwar wirklich hart für mich heute, also hart, ich meine, es geht, aber... Ich habe schon gemerkt, ich hatte echt Mühe auch am Schluss. Ich wollte einfach nur noch trinken und essen. Es war wirklich schlimm. Ich habe richtig gezittert und hatte Kopfschmerzen, aber ich habe es trotzdem geschafft. Und ja, ich habe aber trotzdem viel zu viel gegessen, wie gesagt. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Bauchschmerzen, aber selber schuld. Und ja, wir haben jetzt hier noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen zusammen. Und wir sind doch erst gegen 11 Uhr abends wieder nach Hause gekommen. Und wir müssen ja schon bald wieder aufstehen. Von daher, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns in meinem nächsten Video wieder, in meinem nächsten Vlog. Dann müsst ihr auf jeden Fall wieder dabei sein. Und ja, erzählt mir doch gerne mal eure Erfahrungen zum Ramadan, wie es bei euch läuft, wenn ihr fastet, was ihr da so macht oder ob ihr eher Hunger oder eher Durst habt. Das würde mich auch mal interessieren, weil ich bin eher so der Hungertyp. Ja, mit diesen Worten wünsche ich euch eine gute Nacht, einen schönen Ramadan und bis zum nächsten Video. Bye.